Hallo Leute und willkommen zu Let's Play The Binding of Isaac. Es geht ja weiter, das letzte Mal haben wir versucht mit Blue Baby das abzuschließen und sind gestorben. Und jetzt versuchen wir das nochmals. Wir haben wieder mal den Poop am Anfang. Ne, ich hoffe, dass wir kriegen wir ein bisschen Damage. Letztes Mal war's. Wir hatten zwar kein Damage, aber wir hatten viele Upgrades, die. Okay, das ist so heavy. Wir hatten viele Upgrades, die einfach gemacht haben, dass wir trotzdem Damage haben. Wie sehr viele Tiers und so. Also hat es eigentlich schon fast funktioniert. Aber schlussendlich ist es trotzdem der mangelnde Schaden zu geworden. Das war knapp. Oh, dass sie da oben sterbt. Das könnte reichen. Kleine, schnellere. Doch, man hat zwar auch weniger Leben, aber trotzdem. Ich bin mehr nerviger als ich viel besser. Vor allem, weil du diese scheiß verdammten Gegner spawnst. Die ist so verdammt nervig für dich. Range up. Aber ich hab Range. Okay, meine Range ist sehr hoch. Fast durch den ganzen Raum. Mit Sister Maggie haben wir einfach am Anfang schon mal den doppelten Schaden, mehr oder weniger. Später dann nicht mehr. Da macht Sister Maggie weniger Schaden als ich. Das gefällt mir. So, the world macht einfach so die Karte auf Deck. Okay, Slow Effect, das ist praktisch, wenn wir mal selber nicht so schnell sind. Oh, meine Schüsse sehen auch interessant aus jetzt. Und vor allem, ihren Gegner zu slowen ist ziemlich angenehm. Ist ja nur mein Schuss, der. Das ist blaues Herz. Ah, das nehme ich doch. Die Dead Sea Roll oder Troll oder ich weiß nicht genau, was ich hab's nicht gelesen. Macht einfach, dass wir ein random Item benutzen. Also ein random active Item. Es kann gut sein, es kann scheiße sein. Dann benutzen wir es einfach. We need to go deeper zum Beispiel. Nützen wir jetzt im Bosskampf so überhaupt nicht? Das ist eher ein Nachteil. Weil wir halt jetzt da aufpassen müssen, dass wir nicht plötzlich runtergehen, damit wir sein Boss-Item kriegen. Und von dem will ich das Boss-Item vermutlich, weil es nicht im Cube of Fate ist. Hier habe ich jetzt gut hier. Und da gibt es sogar noch ein blaues Herz. Und wir haben hier mal Schaden gekriegt, oder? Ja. Okay, das ist. Ich werde jetzt zuerst oben reingehen. Das wird dann praktisch. Aber ich nehme den Laser. Jetzt haben wir einen Laserschuss. Ja, eben dachte ich mir, wenn ich das hole, dann gleichzeitig werde ich da reingehen. Ja, es ist einfach unser Schuss, ein Laser. Geht doch alles durch. Nee, nicht alles durch. Das ist Luxus Hauptius verliert. Es ist ja nicht so stark wie Brimstone leider. Aber dafür schießt man häufiger. Das andere Teil, was ich nicht geholt habe, wäre halt auch Damage oder Attack Speed up gewesen. Das wäre auch sehr praktisch, aber ich will mal was Außergewöhnliches haben, nicht das gleiche Zeugs. Unser Schaden ist halt noch nicht hoch, weil wir einfach keinen Schaden haben. Da können wir es nicht reingehen, also wir uns nicht besterben.
Meine Nase ist verstopft. Ah, okay, das könnte hier tödlich überenden. Kurz rausgehen, wieder reingehen. Jo. So, wieder rausgehen, wieder reingehen. Komm schon, hier runter, kommt alle hier runter. Hier runter, das ist ganz schön. Angenehm ist halt einfach auch, dass er wirklich sofort beim Gegner ist, der Schuss. Ah, also ich rede nicht so wirklich. Und zwei Bomben für drei Münzen, nee. Ach ja. Also vorher hat die Deathy Roll Dings gegeben. Hat uns einfach ein blaues Herz gegeben. Das heißt, wenn ich dort getroffen worden wäre, durch gesagt habe, scheiße, ich bin am Arsch, wäre es nicht mal ganz so schlimm gewesen, weil ja, ich hätte ja noch mehr gehabt. Okay, das finde ich auch ein bisschen praktischer, ist aber. Obwohl, im Gegensatz zu Dead Zero ist es vielleicht auch ein bisschen weniger glückspassierend. Was es macht, das werde ich euch gleich beim Boss zeigen. Je nach Boss kommt er sogar verdammt. Ja, okay. Ich dachte, die Laser gerade von oben und ich habe ihn, wie es aussieht, nicht so wirklich erwischt. Und die macht schön Schaden. Okay, ich kenne das ja schon von Wrath. Ich kann das auch. Mit Wrath. Boah, es geht auch. Das Teil können wir doch so überhaupt nicht. Die Pfütze war noch dort. Jetzt zum Beispiel den Gegner, ich würde es gerne slowen. Würde ich besser runter haben, nein. Gibst du 2 of Spades? Was ist mein Lohn nicht zu benutzen, sobald ich einen Schlüssel finde, lohnt das sich nicht mehr. Ach, ich will doch wieder normale Herzen haben. Ich will irgendwas anderes machen. Der habe ich durch die ganze Trab getroffen. Wie sieht die Zeit aus? Okay, nochmal. Runde 2. Die Runde hätte noch gut rauskommen können, die ich dort hatte. Also, das war mein Verlust. Das war nicht so, dass ich nichts mehr machen kann. Das Teil da, ich hasse es. Ich weiß nicht. So macht das, dass unser Schuss jetzt so wellenförmig schießt. Yay, er schießt wellenförmig. Und wir können nicht mehr seitlich schießen. Zweite Form kommt. Mit. Wundervoll. Was wollte ich mehr? Wir haben einfach mal gar nichts, kein Schlüssel, nichts. Ach ja. Immer wieder überhaupt nicht motiviert, ihn dran. Gar nicht. Gib mir irgendwas, was ich sagen kann. Okay, es lohnt sich wieder. Yay. Yay. Das Teil macht einfach, dass wir 25 Münzen kriegen. Yay. Es ist. Warum gehst du runter?
haben, glaube ich, aus dem Scheißhaufen noch nie was gekriegt. Wow. Den kriegen wir was, aber hier ist auf unserem alten Scheißhaufen. Macht eigentlich keinen Sinn, dass unser Scheißhaufen selber irgendwas geben sollte, aber hey. Das ist Movement Speed. Was man hier zum Beispiel noch machen könnte, ist einfach so zu. Da kann ich mal auf die anderen kümmern und die können mich nicht nerven. Das kann der Scheißhaufen auch nicht sein. Letztes Mal so ein Scheiße gemacht haben. Wo bin ich jetzt genau hier hingegangen? Na gut, ich brauche sowieso noch einen Schlüssel. Okay, wir brauchen gar keinen Schlüssel auf dem Level. Will die Bosswäre hier. Aber nichts gegen die Karte. Das ist perfekt zeitlich gestanden, dass man ihn treffen musste. Wow. Was wäre ja schlau genug, das auszuprobieren. Sterbt wegen meinem Cube-Feed. Pille mit der negative Pille kriegen. Gebe doch einfach endlich mal den Stein vom Damage. Den kann man auch gut besiegen mit dem Cube of Meat. Also gut, ist übertrieben gesagt. Dann kann man ziemlich Schaden ausdrücken mit dem Cube of Meat. Du bist praktisch, ich kann dich nicht einsammeln, weil ich nicht genügt habe. Beim neuen wäre ich jetzt gestorben, hätte mich gleich wiederbelebt. Way. Ach ja, ich glaube, ich werde das vielleicht doch ein bisschen früher beenden. Ich werde versuchen, mit ihm noch einmal kurz den Endboss in der Kathedrale. Also ich werde versuchen, noch den Endboss in der Kathedrale zu machen. Aber dann werde ich mit dem alten Isaac aufhören. Vielleicht später wieder zurückkommen, aber nicht. Hab's noch nicht in Aussicht. Es motiviert überhaupt nicht. Die Items, die man hier kriegt, finde ich verdammt nervig die meisten. Ja, ihr könnt mir helfen. Ja. Dankeschön. Schlüssel. Oder Bomben wäre auch zwei Bomben möglich. Meine klar, beim anderen Isaac ist das auch nicht so, dass man jeden Run irgendwie gut läuft, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man einen guten Run kriegt, ist einiges höher, als dass man einfach kein Damage abkriegt und dann einfach nutzlos ist. Gibt es einen Damage ab? Nein, kein Damage ab. Piercing Shot, man schießt durch die Gegner durch. Ist praktisch bei zum Beispiel den Knights, die vorne durchgeschützt sind. Aber ja.
wie irgendwas Nützliches, was ich unbedingt will. Bei mehreren Gegnern ist es halt einfach nicht, was man da jetzt halt beide durchschießt. Ich merke gerade, ich habe noch nie Polyphemus gekriegt. Warum ist es aber hier schon gegeben haben? Der andere Typ ist wirklich einfach gerade schon wieder in kleinen Raum gekommen. Ah, und der Knockback ist dann weg. Weil das halt jetzt nicht mehr Knockback gebe, weil ich die Träger jetzt nicht gut finde. Wow, ein Scheißhaufen hat mir was gegeben. So. Ich habe mir das Gefühl, ich schieße durch die Wand durch. Ich kann nicht mehr durch die Wand durchschießen, viele. Durch die Gegner, ja, aber nicht durch die Wand. Wieso könnte ich eigentlich da drüber springen? Das sollte nicht direkt möglich sein. Ich will es mich auf den Arm nehmen. Ja, okay, meine Motivation ist null. Ich merk's. Ich werde jetzt einfach mit meinem Lieblingscharakter kurz machen. Mal gucken, wie das läuft. Ich darf mit Isaac können. Hätte übrigens die Wahrscheinlichkeit für scheiß Items ein bisschen bringen können und mit Isaac noch zeigen können. Aber es gibt ja wie gesagt so ziemlich alle Items im Neuen auch, also ist nicht so, dass ich euch jetzt irgendwas verwehre damit. Außer meinen Frust. Ja, Kane hat von Anfang an einen Schlüssel, was ich auch schön praktisch finde. Das Teleport for Dummies ist einfach... Man kann für einen Raum Homie-Schutz kriegen. Mal gucken, was ich brauchen werde. Gib mir den Stein. Ich will den Stein. Der Weiße. Das ist immer ein rotes Herz, mal wieder praktisch. Wow. Das Spiel will mich zurück. Verlass mich nicht, sagt das Spiel jetzt gerade mit dem. Ich muss nur hier irgendwas extrem lösen. Wie zum Beispiel, es kommt sicher noch Mom's Knife, das seht ihr jetzt schon. Das geht noch weit. Joke können wir benutzen, um einfach hier reinzukommen. Ja, ich will das da. Das Teil kriegt ihr ja wahrscheinlich noch. 8 ist stärker, wir können über Steine und alles drüber laufen und geben ein blaues Herz. So. Das ist eine positive. Also Stil. Einfach durchrushen. Einfach durchrushen, da kommt so ein Raum, oder? So einen Raum ja unbedingt wollte. Man will keinen Raum voll mit Spinnen, die unberechenbar was sich lassen. One-Shot. Schlecht ist das Teil zwar nicht. Obwohl, ich weiß, was ich noch kann. Das aktivieren, da hinten schießen. Yep. Ja, und das macht auch das Item gerade. Braucht ein paar Räume, glaube ich, zum Aufladen. Und sonst kann man dann einfach irgendwo so einen Luftschlag fordern. Zwei Trinkets aufnehmen. Hier noch irgendwas, was ich will.
nicht wirklich. Viel was. Der ist an mich rangekommen und knapp. Wow. Jesus, Schuss. Damage from Range Shot ist gut. Das ist gut. Es nervt uns einfach nicht mehr ab. Ich brenne meine Nadel nochmals. Lass mich den mal wieder ein bisschen lang rein. Dankeschön, dass du mir ein bisschen lang rein lassen hast. Ach, da will ich das. Okay, go. Ich will da noch ein paar Sachen kriegen, weil wir haben keine Schlüssel und sonst nichts. Ja, und keine Bomben. Vor allem können wir damit die Nadel wieder ein bisschen aufladen. Ah, das war knapp. Mit dem kommen wir schnell wieder zurück. Bombe, Bombe, Bombe. Okay, geht auch. Aber ich Bombe. Okay, gut. Wir kriegen das Teil so oder so. Ob wir es mit, ob wir eine Bombe kriegen, ist egal. Wir kriegen aber trotzdem eine Bombe. Wow. Und zwar kriegen wir es so oder so, weil wir das machen können. Schlüssel. Das ist nice. Ich habe natürlich genau das gekriegt, was ich kriegen wollte. Einfach ein bisschen ausweichen und dann ist alles gut. Ich hab nicht mal viel. Oh, es ist die Dachmaus, okay. Lass es so bleiben, dass ich dich mag. Ja, ich mag dich immer noch. Ach, damit wir den mal hatten. Ich mag den im Allgemeinen nicht so, aber... Wollte sich Münzen. Und je nachdem gibt er noch andere Items raus. Aber ja, das heißt einfach, dass man selber entweder schneller sein muss als er, damit man selber die Münzen kriegt oder sonst, ja, verliert man halt viele Münzen. Spawn ist gerade nirgends so eine Münze, was zu zeigen. Kennen wir zwar schon, aber hey. Kompass, oh ja, Kompass, gerne. Nur schon, weil wir es da durch den. Kriegen, genau. Unsere Nadel vom Krieg. Nadel. Nagel. Ich glaube, in der Mitte ist man auch sehen. Oh, die will schnell loswerden. Oh, geschafft. Irgendwie.
Schaust du's? Nice. Das lohnt es für uns sogar noch mehr da reinzugehen. Ich brauche viel Münzen, gib mir Münzen. Ja. Dankeschön. Das hat funktioniert, ja. Eben, das wäre das Problem gewesen. Wenn ich jetzt so langsam zu der Münze gegangen wäre, hätte es mir geklaut und dann hätte ich jetzt das Teil nicht gekriegt. Und was das Teil macht, ist, wenn ich Schaden nehme, wird mein Space-Item aufgeladen. Und bei dem Nadel, der sowieso ein blaues Herzen gibt, ist es recht praktisch, weil dann kriegen wir irgendwann ein Leben zurück. Nehmen also nicht mehr so viel Schaden. Aber jetzt kommt so ein Bosskampf mit dem Nadel. Mehr Platz machen. Mehr Platz machen. Ja, aber es lädt leider nicht so schnell auf. Das ist ein Nachteil, aber hey. Wir fliegen nicht, was auch nicht so angenehm ist. Auch nice. Weißt du was? Was geht das? Oder will System Magie auch? Ne, ich will keine System Magie. Ach so. Ja, jetzt habe ich es vorhin gezeigt. Ich habe jetzt meine zwei roten Herzen verloren und dafür viele blaue Herzen gekriegt. Zeigen, jetzt nimmt er die Münzen und jetzt gibt er mir noch nichts. Ah. Das ist nicht gelungen. Da, jetzt. Schlüssel und eine Karte. Ich mag den Best Friend nicht, so ist es einfach. Man legt ihn, alle Gegner gehen jetzt zu ihm, auch die Familie und auch rekrutiert er. Das ist er. Also, ja. Das Teil noch brauchen. Autsch. Okay, das ist. Was ist die Case 2? Das heißt, es gibt noch ein paar Shops. Ich muss gucken, dass der unser Kollege hier nicht all das Zeugs klaut. Nix klauen, nix klauen, nix klauen. Ich weiß nicht, wie viel er geklaut hat. 1-2 Münzen wahrscheinlich. Da wir schon neu am Gabi dran sind. Ich hätte es aktivieren sollen. Schon wieder eine Ladung mehr. Egal. Wir weiter. Jetzt aktivieren. Ja, ich muss da aufpassen, wenn ich in die TNT-Teile reingehe, dann bin ich am Arsch. Jetzt hat es auch schon wieder geklaut. Brainshop, okay. Gefällt mir. Euch, ihr gefällt mir aber nicht so. Okay, das war knapp, verdammt knapp. Es macht mir nervig herauszufinden, welches mein Schuss ist und welches der Schuss der anderen ist. Das Book of Sins kann ich auch kurz aktivieren. Okay. Aber ein Schlüssel für einen Schlüssel, das heißt 0. Ja, ja, kann ich mit leben. Zu schnell. Wieso ist das? Ach, weil der Schuss zurückgekommen ist und ich. Na gut, sollte es eigentlich immer aktiv sein, nicht? Nee, ist es nicht. Ich
Einmal schaut eine Leitung, hab ich mal wieder voll. Das war gerade sehr, sehr cool. Besser gegangen als gedacht. Little Chubby, den hatten wir doch schon. Wie haben wir den jetzt freigeschalten? Durch die Wände schießen, das ist nicht praktisch. What? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Da muss ich kurz was überprüfen. Was finde ich jetzt? Merkwürdig. Weil eigentlich sollte das ja nicht passiert sein. Dass ich da jetzt einfach so sofort sterbe. Wo ist jetzt nochmal, wie man Sachen findet? Was sind da Trinket? So, ich bin da gerade auf die Neuheiten gekommen von dem. Items. Trinket da. Es könnte sein, dass mein Trinket das ausgelöst hat. Wo haben wir den? Hä? Wieso finde ich das nicht? Ah, da. Nee, warum bin ich jetzt gerade gestorben bei dem? Warum ich da jetzt gestorben bin, habe ich keine Ahnung. Das finde ich jetzt sehr fragwürdig. Naja, versuche ich halt den nächsten Part noch mal hinzukriegen. Okay, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.